Wir glauben, die westliche Welt hat ein Skelett in ihrem Schrank versteckt und muss es jetzt ausräumen und aufräumen und dieses Skelett endgültig beseitigen. Wir denken, dass die westlichen Nationen, die in der Vergangenheit kolonialisiert sind, dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Staaten sich jetzt zu Failed States entwickelt haben. Ich werde als erstes erklären, was wir unter Failed States verstehen, was wir genau machen werden und warum wir denken, dass es notwendig ist, hier an dieser Stelle diesen Schritt zu gehen. Also, was sind Failed States? Dieser englische Aussage sagt ja erstmal, dass ein Staat gescheitert ist. Was hat er denn, woran ist er denn gescheitert? Wir sagen, dass der Staat gewisse Aufgaben von seinen Bürgern kriegt und die Hauptaufgabe darunter ist eben der Schutz seiner Bürger. Also, dass man praktisch die Anarchie überwindet, dass sich gegenseitig Leute in Selbstjustiz übermannen können, dass man Sicherheit vor anderen Leuten hat. Dieses Grundprinzip, meine Freiheit hört da, wo deine anfängt und andersrum, dass dieses Prinzip gebrochen wird und man sich nicht mehr sicher vor anderen Menschen sein kann. Das passiert häufig dadurch, dass zum Beispiel die Polizei keinen Schutz bietet, häufig sogar eher wie eine kriminelle Organisation hier agiert. Und insgesamt, wir denken, dass diese fundamentale Staatsaufgabe hier nicht erfüllt wird. Daraus leiten sich noch mehrere andere Staatsaufgaben ab, die auch nicht erfüllt werden, was mit Bildung und so weiter und so fort. Das sind für uns aber keine Kriterien, um das ein Failed State zu nennen. Also wenn Sicherheit gegeben ist und die Bildung nicht so gut ist, reicht es für uns nicht aus. Diese Sicherheit ist für uns das grundlegende Kriterium, das wir sagen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es ein Failed State. Das sehen wir zum Beispiel gerade in Somalia, wo wir eine Regierung haben, die diese Aufgabe nicht erfüllen kann und sich sogar unter Regionen entwickeln, die versuchen, eine eigene Regierung zu stellen, um diese Aufgaben irgendwie zu erfüllen und darunter irgendwie scheitern. Und wir denken, dass an dieser Stelle es wichtig ist, diese Funktion wieder zu erstellen. Und was wir hier an dieser Stelle machen wollen, deswegen ist, dass wir über die UN und in Initiative durch die Nationen, die hier kolonialisiert haben, eine Art eine Regierung bestimmen über einen wahrscheinlich undemokratischen Prozess oder zumindest teildemokratischen Prozess durch die Mitgliederländer, dass eine Regierung bestimmt wird und auch alle Beamten zu Anfang oder zumindest so lange, bis man genug Beamten für dieses Land hat, hier eine Regierung und ein Staatskonstrukt erstellen. Wie stellen wir uns das vor? Wir denken, dass für eine Demokratie und um diese Funktion zu erfüllen, es extrem wichtig ist, dass es gewisse Institutionen gibt, die diese Aufgaben erfüllen können, wie zum Beispiel eine funktionierende Polizei. Wenn wir sehen, dass die Polizei nicht funktioniert hat, bringt es nichts, nur die Regierung irgendwie auszutauschen. Wir denken, dass wir wahrscheinlich am Anfang mit Militär für Sicherheit sorgen müssen und dann eben zum Beispiel am Anfang alle Polizisten, so wie das früher ja auch in Hongkong am Anfang war, alle Polizisten aus der kolonialen Macht stellen und dann sozusagen über einen Generationsprozess langsam Polizisten aus der lokalen Bevölkerung ausbilden, die dann hoffentlich langsam in diesen Organen sozusagen da reinwachsen und in die Schuhe, die wir erstmal in diese Länder stellen, dann reinschlüpfen können und dann diese Aufgaben übernehmen können. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, also wenn wir sagen, dass diese Institutionen auch funktionieren, ohne dass wir diese Vasallen dieser anderen Länder haben, dass wir dann eine Wahl anstreben, sodass die Bevölkerung, die dann die Sicherheit hat, dass diese Institutionen auch nach den Wahlen noch funktionieren, also wenn die Regierung dann lokal gestellt wird wahrscheinlich, dass wir an dieser Stelle eine Wahl anstreben können und sozusagen die Kolonialisierung beenden können. Geht es dir wirklich um eine Kolonialisierung, also um die Anbindung an einen anderen Staat und wenn ja, wie sieht die aus oder geht es da nur darum, wie zum Beispiel in Afghanistan reinzulaufen und ein bisschen Sicherheit herzustellen? Aber wir glauben, dass die Kolonialisierung darin besteht, dass zu einem Zeitpunkt, nachdem wir dort als Weltgemeinschaft reingegangen sind, alle Institutionen komplett durch Nicht-Staatsbürger dieses Landes wahrscheinlich erfüllt werden. Das ist für uns der Kolonialisierungszeitpunkt. Also wir gucken uns das Land an, nicht ob es irgendeinen anderen Staat gibt, der hier der Kolonialherr ist. Der Kolonialherr ist an dieser Stelle die Weltgemeinschaft und zwar federführend durch die Staaten, die hier verantwortlich sind, später vielleicht. Wie sind diese Staaten zu Failed States geworden? Wir denken, dass diese Staaten vor allem deswegen zu Failed States geworden sind, weil als wir kolonialisiert hatten, wir in den westlichen Nationen noch sehr andere Vorstellungen davon hatten, was Menschenrechte sind und wie man mit Leuten umgehen sollte und wie man mit diesen Bevölkerungsgruppen umgehen sollte, was dazu geführt hat, dass diese Bevölkerungsgruppen eben nicht besonders sicher sind oder sich gegenseitig ausspielen oder man sagt, die eine Gruppe wird privilegiert, die andere nicht. Insgesamt, wenn man zum Beispiel bürgerkriegsähnliche Verhältnisse hat, häufig wurde eine Kolonialregierung auch in einer Revolution gestürzt, aber die Stürzer kannten sich nicht mit Institutionen aus und hatten so ein bisschen eine zu große Aufgabe an dieser Stelle. Es gab nicht diesen Prozess, den wir hier anstreben, sondern einen Umsturz. Und das ist in diesem Failed State meistens dann geendet. Und wir denken, dass das der Prozess ist, wie das passiert ist.
passiert ist. Und die Auslösung davon ist eben die Kolonialisierung. Also dieser Status, dass an dieser Stelle Chaos und eben Verletzung der Menschenrechte geherrscht hat. Warum denken wir, dass es gut ist? Erstens denken wir, dass natürlich dann die Menschenrechte der Leute vor Ort gesichert werden können. Auch wenn natürlich so ein Demokratiedefizit dort sein wird, denken wir, dass wir eben nicht eine Demokratie ersetzen in den meisten Fällen, sondern ein noch viel größeres Demokratiedefizit durch ein weniger großes Demokratiedefizit ersetzen. Wir denken, dass es im Moment nicht möglich ist, das aus eigener Kraft für diese Regierung zu tun, weil diese Institutionen, die dort sind, selbst erhalten sind, dadurch, dass sie zum Beispiel ihre Bevölkerung terrorisieren, durch sowas wie eine Polizei oder durch Milizen oder sowas und selber sehr stark persönlich davon profitieren, zum Beispiel als Diktatoren oder sowas. Und wir denken, dass es deswegen für die nicht genug Macht gibt, an dieser Stelle selbst diesen Prozess einzuleiten und die von außen diesen Prozess brauchen. Wir denken, wir haben genug Geld. Meistens haben die Regierungen dort nicht genug Geld, um überhaupt diesen Wandel anzustreben, wenn sie es denn wollten. Weil das kostet Geld, diese Institutionen aufzubauen. Und wir denken, dass wenn wir das aus der Weltgemeinschaft bezahlen und irgendwie darüber refinanzieren, dann ist es möglich, diese Veränderung zu machen. Und das Letzte ist, dass wir sagen, dass in diese Staaten, dass in die westlichen Staaten Vertrauen herrscht. Also dass wir nicht mehr die Staaten sind, die früher kolonialisiert haben, sondern dass wir inzwischen eben für ein modernes Leben, ein Leben, wo Leute eben Freiheiten genießen, bekannt sind. Deswegen wollen ja so viele Leute übers Mittelmeer, weil sie eben denken, dass Europa hier an dieser Stelle irgendwie ein Paradies ist. Und ich denke, dass wir deswegen ein besseres Ansehen heute haben und deswegen in einer Position sind, das zu machen. Warum ist es richtig, das zu tun? Erstens, aufgrund dessen, dass wir denken, dass Menschenrechte universell sind, haben alle ein Interesse, also die ganze Weltgemeinschaft. Und das Zweite ist, dass wir eben diese Verantwortung sehen in diesen Ländern und deswegen denken, dass die wahrscheinlich federführend hier diesen Prozess anleiten werden, federführend hier Beamte stellen werden dafür, federführend hier Geld investieren werden in diese Länder, damit das hier stattfindet. Was wir hier machen, ist, wir greifen so ein bisschen in die Souveränität ein und wir sagen, das ist okay, weil wir es schon mal gemacht haben und schon mal eben unsere Skelette hier in unseren Schränken erzeugt haben und das jetzt beseitigen müssen. Warum darf man es mit schlechtem Interesse, aber an dieser Stelle, wenn man für den Schaden verantwortlich ist, nicht in gutem Interesse? Wir denken, dass wir diesen Leuten an dieser Stelle helfen können und deswegen sollten wir das tun. Federführend über die westlichen Nationen, immer mit Kontrolle der UN und bitte für die erste Regierung.